your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo. Ja, ich konnte mich mal wieder nicht beherrschen und habe ein paar Bücher bestellt. Und zwar hatte ich einen Gutschein von Avell bekommen und habe dafür ordentlich bestellt. Ja, dazu sollte es ein Unpacking geben. Für alle, die Avell nicht kennen, das ist so, so ein Online-Shop, wo man halt auch Bücher kaufen kann. Dort kriegt man viele Mängelexemplare und Restposten zu sehr günstigen Preisen. Und ich muss sagen, ich war bisher immer zufrieden. Ich bestelle da recht gerne, weil eigentlich waren die Bücher bisher immer in einem Top-Zustand. Und der einzige Makel, den sie hatten, war halt wirklich dieser Mängelexemplar-Stempel. Und sonst waren die eigentlich vollkommen in Ordnung. Und was ich halt auch immer super finde bei Avell, sind diese Aktionspakete. Ich schneide hier nebenbei schon mal auf. Die haben ja also oft so Pakete wie zum Beispiel, im Moment gibt es glaube ich 3 Bücher von Cecilia Ahern in einem Paket für 10 oder 15 Euro. Oder von Gregs Tagebuch gab es auch 3 Stück für 10 Euro. Und ja, diese Aktionspakete finde ich immer super. Da habe ich auch schon das ein oder andere bestellt gehabt. Wo geht denn das auf? Ah, ich glaube einmal gab es ein Dystopie-Paket, wo ich mir dann, was ich mir bestellt hatte mit 3 Büchern. Das war auch richtig super. Und ja, ich bestelle da wie gesagt sehr gerne und von daher musste ich diesen Gutschein diesmal auch wirklich recht schnell einlösen. Und ich habe mir, glaube ich, 5 Bücher rausgesucht in einem Wert von, ich glaube, 28 Euro. Es geht echt total. Aktionspaket war diesmal, wie gesagt, nicht dabei. Ich hatte erst eins ausgesucht, aber ja, das musste dann für ein anderes Buch weichen. So, ich habe es mal eben aufgekriegt. Das sieht schon super aus. Ha! So, erstmal habe ich hier ein hübsches Avell-Lesezeichen. Davon kann man ja nie genug haben. Und Werbung. Und dann die Bücher. Ich würde es euch ja hochhalten und zeigen, aber das ist so... Ah, das Paket fällt auseinander. So. Ah, das sieht einfach super aus. Ich habe einfach munter drauf losgestöbert, ohne irgendwie einen besonderen Vorsatz, jetzt ein bestimmtes Buch kaufen zu wollen. Und ja, 5 Stück sind es letztendlich geworden. Und ich denke, ich zeige euch direkt mal das erste. Und zwar ist das aus dem CBT Verlag Dash und Lillys Winterwunder. So sieht das Ganze aus. Und gut, jetzt ist hier der hässliche Preisaufkleber drauf. Das hasse ich. Ah, schnell abmachen. So. Zack. Ja, und ich meine, da seht ihr, was ich gerade gesagt habe, dieses Buch ist in einem super Zustand, es ist heile und alles und hat halt hier einen sehr unscheinbaren Mängelexemplarstempel. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn seht oder man sieht ihn kaum. Also echt super. Das ist eine Weihnachtsgeschichte. Hier geht es um Dash, der ein Notizbuch findet, wo ein Mädchen ihn irgendwie zu verschiedenen Aufgaben, glaube ich, auffordert. So eine Art, ja, Rallye durch die ganze Stadt, was letztendlich, glaube ich, in einem persönlichen Treffen endet. Klingt auf jeden Fall sehr schön, sehr weihnachtlich und das war auch der Grund, warum ich das Buch gekauft habe. Ich finde es halt schön, im Dezember dann so 1, 2 Bücher zu lesen, die sich halt echt so um Weihnachten drehen. Das habe ich im letzten Jahr, glaube ich, auch gemacht und ja, das hatte ich letztes Jahr schon auf meiner Wunschliste, hat es mir aber halt nicht gekauft und jetzt habe ich es. Und das wird dieses Jahr im Dezember auf jeden Fall ganz sicher gelesen. Klingt auf jeden Fall super. Ich verlinke euch die Bücher wie immer unten in der Infobox und könnt ihr da selbst nochmal nachgucken. Und ja, über dieses Buch freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Dann habe ich mir ein Buch bestellt, was ich schon gelesen habe, aber ich hatte es damals nur aus der Bücherei ausgeliehen und wollte es unbedingt nachgekauft haben. Und zwar ist es von Colleen Hoop, Pfad des Tigers, der zweite Teil von Kuss des Tigers. Ja, ich hatte dieses Buch, wie gesagt, damals nur ausgeliehen und habe den ersten Teil irgendwann dann nachgekauft oder ich glaube geschenkt gekriegt, ich weiß es gar nicht mehr. Mein Problem war immer, dass ich diese Bücher, wenn ich die als Mängelexemplare oder gebraucht kaufen wollte, nur als Taschenbuch gefunden habe. Man kriegt die irgendwie nur noch als Taschenbücher. Ich habe mittlerweile auch den dritten Teil hier stehen, der ist aber auch noch ungelesen, aber auch den habe ich nur noch als Taschenbuch bekommen und... Ja, deswegen war ich sehr, sehr glücklich, als ich den zweiten Teil als Hardcover bei Avell jetzt entdeckt habe und musste einfach zuschlagen. Ich konnte nicht anders. Ich musste es jetzt einfach als Hardcover nachkaufen, weil ich finde diese Bücher so traumhaft schön. Guckt es euch an, das ist so schön. Und auch dieses Buch noch in einem Top-Zustand, hat halt nur den Stempel da unten, aber oh
Gott, ich bin so froh, dass ich es jetzt als Hardcover habe. Ich hatte schon befürchtet, mir alle als Taschenbücher holen zu müssen. Weil jetzt habe ich sie zwar gemixt im Regal stehen, aber ich finde diese Bücher so unglaublich schön. Und ja, oh, ich bin froh, es zu haben. Dann das nächste klang einfach wahnsinnig interessant, als ich es jetzt bei Avel entdeckt habe. Und zwar ist das Rock My World von Christine Thomas. Ja, habe ich schon mal was von gehört gehabt, ist mir aber nie so im Gedächtnis geblieben. Hier geht es um Jasmin. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier geht es ja um Jasmin, die auf einer Party ihren Freund beim Fremdgehen erwischt und kurz darauf mit ihrer Mutter nach L.A. zieht und so dem Ganzen entflieht. Mit ihrem besten Freund nimmt sie dann irgendwie einen Song auf, der so als Rache an ihren Freund dienen oder an ihren Ex-Freund dienen soll. Und der wird unerwartet, total berühmt, bekannt, dieser Song. Und damit tritt aber auch irgendwann ihr Ex-Freund wieder auf die, wie nennt man das? Auf den Plan, weil der eine Band hat und diese Band wird halt auch immer erfolgreicher und da passt das natürlich gut. Und er bittet sie wohl vor laufender Kamera um Vergebung. Klingt sehr interessant, klingt nach Liebe und viel Drama und Musik und ja, klingt auf jeden Fall richtig toll. Bin ich sehr gespannt drauf. Auch dieses Buch, Top-Zustand, kann nicht meckern. Bin ich sehr zufrieden mit und bin ich sehr gespannt drauf. Dann ein Buch, an dem ich einfach nicht vorbeiscrollen konnte. Ich habe es ja ernsthaft versucht, weil es ist eine Tiergeschichte. Und Tiergeschichten sind eigentlich so gar nicht meins. So. Also selten. Und ich habe halt so bei Avel so durch die Bücher gescrollt und gescrollt und gescrollt. Und ich bin an diesem Buch einfach hängen geblieben, weil es war so süß. Ja, es war wirklich, ich habe es angeguckt und dachte so, oh mein Gott, wie süß. Und das musst du dir genauer angucken. Und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und ich fand es noch viel süßer. Und ich musste es einfach kaufen. Einfach nur, weil es so wahnsinnig süß ist. Ich kann es nicht beschreiben. Und zwar ist es von Petra Schier, Kleines Hundeherz sucht großes Glück. Und ich meine, guckt euch diesen Hund an, wie er da im Schnee sitzt. Und oh Gott, ich fand es so süß. Und dann dieser Titel dazu, da konnte ich schon nicht mehr. Und ja, der Klappentext, es geht um halt einen kleinen Hundewelpen namens Amor, der mitten im Winter in der Sozialstation auftaucht und sich da von den, von Lydia und Noah, die da wohl arbeiten oder so, ein bisschen streicheln und verwöhnen lässt. Und dann macht er sich natürlich gleich dort auf die Suche nach was Leckerem und die beiden müssen gucken, wie sie den wieder eingefangen bekommen. Und dabei kommen sich Lydia und Noah gleich viel näher. Klingt einfach nach einer zuckersüßen, liebevollen, schönen Weihnachtsgeschichte. Auch dies halt ein Weihnachtsbuch, was ich mir auch im Hinblick auf Dezember gekauft habe. Aber ja, ich konnte an diesem Buch einfach nicht vorbei. Es klang einfach so süß und es sah auch so süß aus und so niedlich und so herzerwärmend. Kennt ihr das? Und oh, und ich meine, der Hund heißt Amor und bringt dann diese beiden Leute zusammen. Das ist ja wohl schon... Hallo? Ich musste es einfach haben. Es ist so süß. Ich habe von diesem Buch vorher noch nie gehört. Ich bin da echt nur so durchs Stöbern halt drauf gestoßen. Und ja, oh Mann. Ich find's toll. Dieses Buch auch in einem super Zustand. Es hat hier hinten... Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist echt unauffällig. Hier so ein... Ja, es ist wie eine Art Kratzer. So eine... Als wenn da jemand im Schlüssel drüber gegangen wäre. Also es ist nicht kaputt, es ist eher so eine Eindellung. Aber auch ansonsten sieht dieses Buch einfach einwandfrei aus und hat nur den Stempel. Von daher, also das, ich weiß nicht, seht ihr das, das stört mich jetzt echt nicht. Das fällt kaum auf. Mir ist es auch eben nur aufgefallen, weil ich den Text gelesen habe. Und vor allem, wenn ich es so halte, sehe ich es nicht, weil das Licht anders fällt. Also es ist echt minimaler Schaden. Ich finde es super und oh, ich bin so gespannt auf dieses Buch. Es ist einfach so zuckersüß. Dann wären wir auch schon beim letzten Buch angekommen. Es geht irgendwie wahnsinnig schnell hier, aber es sind ja auch nur 5 Bücher. Und zwar habe ich mir noch bestellt von Anne Aguirre, I Want It That Way. Das habe ich gerade bei Jessie von Melody of Books gesehen gehabt. Sie hat da irgendwie den zweiten Teil von als Rezi-Exemplar bekommen gehabt oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch wirklich den ersten Teil bestellt habe, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war. Ja, auch die ist eine typische Liebesgeschichte, so Young Adult. Hier geht es um Nadja, Studentin, die eigentlich so gar keinen Bock auf eine Beziehung oder was ähnliches hat, weil sie sagt, da hat sie gar keine Zeit für und keinen Platz für. Dann trifft sie aber auf Tai. Tai ist sehr wortkarg und mürrisch und zieht, glaube ich, seinen kleinen Sohn allein groß, genau, und hat ebenfalls keinen Bock auf eine Beziehung. Und trotzdem herrscht zwischen den beiden einfach eine Anziehungskraft, die sie sich nicht erklären können. Ja, wie gesagt, typisch, ne? Young Adult klingt auf jeden Fall sehr interessant, klingt sehr gut. Ich hoffe, dass es mir gefallen wird. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig neugierig. Ich mag auch die Gestaltung, muss ich sagen, von dem Cover sehr gern. Ich glaube, ihr seht das gar nicht richtig, weil das Licht so blendet. Aber ich finde es sehr hübsch. Ich mag so die Farbgestaltung richtig gern. Und ja, ich dachte,
bestelle ich einfach mal. Ich war da einfach neugierig drauf, habe da aber auch noch nicht so allzu viel von gehört. Aber ich dachte, ich probiere das mal und ja, bin da recht gespannt drauf. Und auch dieses Buch ist, ja, sieht super aus, hat auch so einen kleinen, so eine kleine Delle, aber ansonsten einwandfrei. So, dann wären wir auch schon am Ende dieses Avell Unpackings angelangt. Ich verlinke euch die Seite von Avell unten in der Infobox und verlinke euch auch die Bücher unten in der Infobox. Dann könnt ihr sie euch nochmal in Ruhe anschauen. Ich muss sagen, ich bin wieder sehr, sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Ich habe, die Bücher sind in einem Top-Zustand. Ich glaube, ich habe mir auch gute Bücher ausgesucht. Wenn ich so bei Avell oder auch Büchertöne oder so bestelle, wo es halt so Mängelexemplare gibt, bestelle ich auch eher mal Bücher, bei denen ich mir unsicher bin, ob sie wirklich was für mich sind, weil man halt da nicht so viel bezahlt. Und von daher, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf die Bücher. Hoffe natürlich, dass sie mir gefallen werden. Und ich zeige sie euch nochmal kurz als Stapel. Oh, jetzt habe ich das eine falsch umgedreht. Moment, das geht so nicht. Ah, so. Das sind sie nochmal. Könnt ihr sie euch nochmal in Ruhe angucken, ne? Ich finde es immer noch so süß. Kleines Hundeherz sucht großes Glück. I Want It That Way, Rock My World, Dash and Lily's Winterwunder und ja, Fahrt des Tigers habe ich ja schon gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin überglücklich über meine Bestellung und ja, ich verlinke euch die Bücher natürlich in der Infobox. Habe ich, glaube ich, jetzt schon zweimal gesagt. Wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, könnt ihr mir eure Meinung gerne schildern. Ja, außer halt zu Flug des Tigers, also könnt ihr auch, aber da bin ich. Oder wenn ihr euch, ja, wenn ich sie dann gelesen habe, eine Rezension wünscht, könnt ihr das natürlich auch sagen. Also zwei Bücher werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch schaffen zu lesen. Das sind die beiden Weihnachtsbücher und bei dem Rest mal gucken. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Unpacking. Ich habe das Gefühl, das ist so schnell vorbei jetzt, aber ich habe eigentlich, keine Ahnung, ganz normal ausgepackt. Ja. Wenn ihr auch bei Avell schon mal bestellt habt, schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu. Was haltet ihr so von den Aktionspaketen? Ich finde, das ist eine super Idee. Ich mag auch das neue Design der Website sehr gern, muss ich an der Stelle mal sagen. Also ich finde, es sieht jetzt viel hübscher aus als früher. Die Farbgestaltung ist ein bisschen anders und so die ganze Aufmachung gefällt mir sehr gut. Ja, schreibt mir eure Meinung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich dann auch in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. This plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly.